Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Need for Speed Undercover. Letztes Mal war ein ziemlicher Scheißtag, soweit ich mich erinnern kann. Wieso kann ich eigentlich schalten? Ich weiß es nicht, aber ich kann schalten. So, und dieser nicht so ganz so tolle Tag, der hat dafür gesorgt, dass ich nicht so glücklich war, und deswegen hat meine nächste Aufgabe, oder hat die Aufnahme jetzt schon auf sich warten lassen. Ich weiß gar nicht, was wir als nächstes machen sollen. Hier unten sind viele, das ist ein Master-Event, ne? Checkpoint Race. Wollen wir die mal versuchen? Was sind die Details dazu? Boah, 25.000. Boah, wir versuchen das jetzt einfach mal. Ja, packe ich doch bestimmt absolut locker. Hust, 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 hüstel, hust. 2, 1. Will gar nicht wissen, was der Grund ist, dass das so schwer ist. Ich gehe mal davon aus, dass es absolut unpackbar ist eigentlich. 2% haben wir immerhin schon mal geschafft. Wahrscheinlich kommt da jetzt die Polizei oder so. Ach, ich weiß, ich hätte echt gerne einen Pfeil. Au, 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 wow, wow. Eieiei, ich fahre ja ganz schön nachlässig. Wieso hat dieser Truck rot geleuchtet? Gut, hier müssen wir irgendwo links, ja. Also es ist schon mal gut, bei den schwierigen Kurven wird uns gezeigt, wo wir lang müssen. Das gefällt mir. Nehmen wir mal ein bisschen Nitro. Hier müssen wir auch links. Wow. Das ging gut, ja. Oh, das ging. Und natürlich wieder genau so abgeprallt, dass wir nicht weiterfahren können, sondern erstmal die blöde Wand angucken, ja. Ah, shit. Genau so sollte man nicht gegen die Wand donnern. Dennoch haben wir noch 1,25. Hilfe. Hallo. Lenke bitte. Hallo. Scheiße, ey. Die ist ja schon ziemlich gemein. Das muss man schon echt sagen, ja? Oh, oh, nein. Nein. Ah. Ich habe die Abkürzung nicht gesehen. Weil ich nicht auf die Karte gucke, weil ich davon ausgehe, dass wir einen Pfeil da haben, der uns das sagt. Aha. Also dieser fehlende Pfeil, ich muss da echt mal gucken, ob es da irgendwie einen Patch gibt oder so, dass man den nachholen kann, weil das ist ja echt einfach nicht mehr in Ordnung. So, das ist jetzt nicht so der große Unterschied, der ist jetzt eher egal. Aber hier müssen wir nach rechts. Da wird uns gesagt, wir sollen geradeaus fahren und... Ja. Achso, ja, jetzt haben wir wieder einen. Also bisher geht es noch gut. Ich weiß nicht, ob unser Auto einfach zu schnell ist oder so. Oder ob da nochmal das dicke Ende nachkommt. Aber aktuell sind wir gut dran. So. Jetzt machen wir nämlich die Kurve mal so. Wir wollen ja kein Risiko spielen. Hallo, gib mal Gas. 20 Sekunden Zeitbonus. Und wahrscheinlich ist der Checkpoint jetzt das Ziel. Ja. Der nächste ist das Ziel und wir haben noch 10% vor uns. Sollte schaffbar sein. Ich weiß nicht, wie weit das Ziel noch ist, aber 5%, ja, das ist zu schaffen. Hopp, oh oh. Hoppala, sorry. Oh, da ist das Ziel. Und das nennt ihr ein Master-Event. Also das Geld nehme ich ja gerne mit. Boah, wir haben absolut dominiert, ja. Wir sind 3 Minuten gefahren und 3 Minuten 20 davon waren wir der absolute Dominator. Und 31.000 haben wir gekriegt. Absolut verdient. Ja, und unsere Reifen haben ordentlich Zuwachs genommen. So, Garage. Ich will mal wissen, was haben wir denn so für Geld? Pro-Teile? Ja, Pro-Teile, genau. Da ging es jetzt als nächstes rum, ja. Dass wir den Porsche auf Pro hochhauen, ja. Leistung, Upgrade-Pakete, Motor. Installiert, okay. Installiert, oh, okay. Installiert, was? Haben wir den schon so weit abgegradet? Echt? Oh, okay. Wow. Ah, wir haben unseren Porsche schon komplett auf Pro, ja, das ist ja mal gar nicht schlecht, ja.
Okay. Ja, dann fahren wir jetzt im Moment nur fürs Geld. Das ist natürlich auch in Ordnung. So. Was ist das nächste? Der da. Details. Oh Gott, ist das hell. Hä? Irgendwie ist dieses Logo, der Start ist irgendwie wo ganz anders. Aber okay, 20.000 will ich gerne haben. Und dafür kann man sie schon gerne mal durch die Gegend fahren. Daher, ja, wir müssen jetzt sparen für unsere Stufe 1 Wagen. Da müssen wir uns dann einen schönen raussuchen und deswegen müssen wir jetzt Gas geben. Und so 20.000, ja, mit Boni vielleicht 25, 26.000 kann man schon mal mitnehmen. 2, 1. Oh, der hat auch einen Porsche. Der links neben uns, der gerade mitgestartet ist, ja. Oh Gott, da muss ich durch. Oh mein Gott, das sah voll nach Sackgasse aus. So, 6% beendet. Ja, das ist gut. Brücke. Hier geht's nach links. Hatte ich eigentlich auch gesehen, aber. Ah, scheiße. Hallo, wieso lenke ich nicht? Das ist manchmal ganz komisch. Manchmal lenkt dieser Porsche nicht, obwohl eigentlich Steuerung und so alle funktionieren. Das sieht nach dem Kürzeren aus. Hallo, Porsche! Krieg dich doch mal ein, ey! Wenn ich gegenlenke, muss das auch einen Effekt haben. Oder habe ich etwa ein Problem mit meiner Lenkung, die ist gar nicht verbunden? Hey, 30% schon beendet, ja. Und jetzt kommt der schwere Teil nicht. Der nicht leichter wird, wenn ich fliege. Verdammt. Wow, 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 ho, ho. Zwei Sekunden Abstand ist halt einfach mal gar nichts. Aber aktuell sieht es ganz gut aus. 50% geschafft und wir dominieren. Aber wir heben verdammt leicht ab. Das ist so das, was mir auffällt. Der Porsche hebt wirklich bei jeder Kleinigkeit ab und deswegen passt es auf die Lenkung nicht mehr so ganz. Weil wenn wir natürlich gerade am Fliegen sind, ist die Lenkung zweitrangig. Shit. Shit, 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 shit. Hoch, 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 hoch. Zieh mal schön an. Das Pro Nitro, da kannst du mal ordentlich Gas geben. Aber ganz ehrlich, das hier hätte das Master-Event sein sollen und der Checkpoint Race, das war kein Master-Event. Entweder habe ich einfach nur zu viel Geld, weil ich zu selten Autos kaufe, oder die Events sind total schlecht gewählt von der Schwierigkeitsstufe her. Ah ja, übrigens mache ich gerade etwas, das sollte ich jetzt vielleicht gar nicht sagen. Ich mache gerade etwas, was man eigentlich nicht tun sollte und was auch in höchsten Grade illegal ist. Also zumindest in der echten Welt, in der wir jetzt nicht unbedingt, aber in der echten schon. Ich fahre nämlich gerade unter Alkoholeinfluss. Ich habe einen Weizen hier stehen und da trinke ich ab und an davon, ohne dass ihr das mitbekommt. Ha, ich bin so ein Schlingel. Und gewonnen. Yeah, wir haben dominiert. Wunderschön. Und wir haben, ja, 5.400 haben wir immerhin als Bonus gekriegt, ja. Also auf jeden Fall ist das gut. Und unser Fahrwerk wird auch immer besser. So, gucken wir mal. Was können wir denn? Ist das auch ein Master-Event? Ne, das ist neu. Neuer Sprint. Das ist ein neues Master-Event. Noch ein Checkpoint. Ja, den nehmen wir. Ja. Ich hoffe mal, dass die Checkpoint-Races mir heute ziemlich viel Glück bringen. Ich werde nämlich noch einiges fahren. Ich habe nämlich ganz wenige Folgen nur noch. Daher werde ich jetzt viel aufnehmen. Und auch, ich werde viel aufnehmen und ich werde sehr viel, wie sage ich das jetzt am besten? Oh, längerer Weg, verdammt. Viel aufnehmen, unter anderem in Zelda und in Need for Speed, so wollte ich es sagen. Alter, wir fliegen halt echt wie ein Gott. Zwölf Kontrollpunkte, das sieht mir nach einem ziemlich langen Checkpoint-Race.
ja, aus. Zumal wir hier eine Minute haben für einen einzigen, ja. Das ist viel. Ging hier die Abkürzung? Ich glaube, sie ging nicht, ne? Okay, okay, okay. Der nächste Checkpoint kommt jetzt gleich auf die Karte. Wir werden also so gut 30 Sekunden werden wir übrig haben. 40 sogar, sehr schön. Hoppala. Das sollte eigentlich nicht passieren, aber hey, unser Auto hält das aus. Boah, hey, ich fahre ja heute richtig gut und dabei habe ich eigentlich, wie gesagt, einen Weizen getrunken. Da kommt dann vielleicht noch ein Bier hinterher, also das wird ganz schön schwierig und kompliziert. Aber das schaffe ich schon. Schaffe ich schon, immerhin ist es kein Asbach. So. Wir nehmen jetzt mal hier den Geschwindigkeitsbonus und haben immerhin 1,40 auf der Uhr. Also was das für ein Master-Event sein soll, das kann mir sonst einer erzählen. Das glaube ich euch einfach nicht. Und jetzt fliegen wir. Nicht. Okay, das ist gut. Trotzdem Autobahnstrecke, Autobahnpassage, da kann man schon mal Gas geben. Ja, die haben wir jetzt mal nicht runtergeholt. Ja, Cops aufhalten ist lustig, aber wenn man keine Cops hat, braucht man sie auch nicht aufhalten. Nitro spare ich hier mir bewusst, weil wir sind so nah an der Höchstgeschwindigkeit, dass wir sie gleich wieder erreichen. Das ergibt keinen Sinn. Boah, wir haben eine volle Minute plus, ja. Ich meine, wir haben erst ein Drittel beendet, aber... Alter, wir haben erst ein Drittel beendet. Das Ding ist ein Master-Event, weil es einfach ewig lang ist, ja. Wie gemein. Oh Gott, wir haben runtergeschaltet, ja. Hui. Okay. 2 Minuten plus, das ist... unerwartet. Aber erst... Deswegen unter anderem 2 Minuten plus. Verdammt. Schön ist auf jeden Fall... Schön ist auf jeden Fall, dass wir bei diesen... Races hier überhaupt keine Karten brauchen, weil wirklich der Bereich genau markiert ist. Was ja bei vielen anderen Races nicht so ist, ja. Wo man tatsächlich mit dem Navi navigieren muss, was... ich finde das einfach nicht geil. Es gefällt mir einfach nicht. Ich mag das nicht. Oh oh. Sorry. Sorry. Nicht meine Schuld. Ist nicht meine Schuld. Ist deine Schuld. Du darfst nicht fahren, Auto. Wirklich schrecklich. So ein Trunkenbold. Nächstes Mal solltest du besser lieber unbetrunken, ja, Auto fahren. Hörst du, unbetrunken? Niemals betrunken. Heilige Scheiß, was ist denn das für eine Autobahnauffahrt? Oh Gott. Den nehmen wir nicht mit. Ganz im Gegenteil, wir versuchen hier allem auszuweichen. Denn alles, was man treffen könnte, könnte potenziell auch fest sein in der Landschaft und dass man da nicht durchkommt. Dass dieser Typ versucht, uns von hinten auszuweichen, also während wir auf ihn zustürmen, dass er versucht, uns auszuweichen, ist ziemlich dämlich. So. 63%. Also ich muss wirklich sagen, dass es eine der längeren Races. Nitro bringt hier jetzt bekanntlich nichts, weil wir Maximaltempo fahren und Nitro kann uns nicht über Maximaltempo pushen, wieso auch immer. Ja, 1,5 Minuten übrig gehabt, also das ist schon krass, würde ich mal sagen. Ist aber auch schön zu fahren, muss man sagen. Für ein Master-Event ist das Ding schön einfach. Wow! Da hat sich wohl einer gedacht, der tut uns ein bisschen trollen. Aber vergiss es, wir haben immer noch 1,30 übrig und wenn wir das so durchhalten, ist alles gut, ja? Oh oh, hier wird's gleich richtig hart. Ja. Oh, wir sind in dem Bereich der Karte, in dem ich noch nicht so häufig war. Das ist schön. Das gefällt mir sehr. Und wir konnten diese Laterne nicht kaputt machen. Wir sind einfach durchgefahren. Ups. Den habe ich mitgenommen, aber egal. Hat jetzt nicht so weh getan. Der hätte mehr weh getan, aber der hat schon gewusst, dass er lieber mal ausweichen soll.
Boah, hey, das ist mit diesem Porsche, das ist echt gut zu fahren hier. Also dieser neue Teil der Karte, der gefällt mir immer mehr. 10. Also ein Checkpoint und das Ziel noch. Das ist wahrscheinlich dieser letzte Checkpoint so mega gemein, dass man ihn kaum erreicht und die 1,5 Minuten aufbraucht. Und dann schaffen wir es auf 5 Sekunden oder so wieder nicht. Dann ärgern wir uns total. Also ich ärgere mich total und ihr sagt, hahaha, Schröll, du bist so ein Depp, hahaha. Okay, letzter Checkpoint. Wir haben 1,75 Minuten. Das heißt, wir haben Chancen in der Theorie. Oh, oh, das war nicht der kürzere Weg, aber okay. Oh, oh, nein. Oh, verdammt. Viel Unterschied macht's nicht, aber das ist das Ziel. Hä? Okay. Ja, machst du Event. 1,5 Minuten übrig. Okay. Oh, 44.000, mega geil. Wenn das so weitergeht, können wir uns direkt ab Freischaltung der Stufe 1 Wagen einen kaufen. Das wäre auf jeden Fall, oh, neuer Fahrerbonus, ha? Cool. Also Fahrerlevel. Boah, jetzt sind wir Level 13 und alle Leute sehen uns an. 50% in the Zone Punkte Bonus. Nee, Zonen Punkte Bonus. Okay. Kennst du den, wo der Coyote den Roadrunner durch den Canyon verfolgt? Also, ich finde den cool. Willst du der Coyote sein? Ich häng dich doch sowieso ab. Pass auf. Haha, du kannst mir sonst mal was erklären. Ich hab nur einen Porsche mit Pro, ja? Okay. Rose Largo fordert uns zu einem Rennen hinaus und das machen wir auch gleich. Ich hoffe mal, das ist das Richtige. Nicht, dass wir sie jetzt versetzen. Ja, es ist das Falsche. Okay, dann machen wir sie halt erst in dem nächsten Rennen. Aber damit kann ich auch leben. Damit kann ich auch leben, weil wir haben ja eh nur noch 3 Minuten eigentlich für den Part. 2, 1. Lass mich mal durch, du kannst gar nichts. Na, wo ist sie denn, die Rose Largo? Oder Large, oder wie die ja immer heißt. Oh oh. Ups. Also wir haben auf jeden Fall den Gegner für dieses Rennen. Und das sieht mir nach einem Master-Event fast schon aus. Hier kann man durch. Nehmen wir. Oh oh. Das war, glaube ich, der längere Weg. Ja. Das war der längere Weg. Das war ein deutlich längerer Weg. Sehr ärgerlich. Was? Zur Hölle. Wie ist der denn geflogen? Und wieso wurde mein Nitro nicht voll benutzt, obwohl ich es voll anhatte? Also der wird ein ganz schönes Problem. Wie viel haben wir denn? Die Hälfte haben wir schon. Was? Okay. So, hier geht's nach links. Sehr gut genommen. Zwei Sekunden Abstand ist auf jeden Fall ein Pflaster, das ich gerne mitnehme. Oh, chill, Porsche, chill. Aber scheinbar hat es unseren Freund da hinten auch gut erwischt. Aber das ist auf jeden Fall ein ziemlich hartes Event. Kann man so sagen. 25% haben wir noch. Den Typen da hinten sieht man kaum. Oder? Ja, kaum zu sehen. Auf 3 Sekunden haben wir ihn gepusht mittlerweile. Ich finde das übrigens klasse. Das muss man doch positiv erwähnen, dass es hier in diesem Spiel Strecken gibt, an denen man wirklich Höchstgeschwindigkeit erreichen kann, auch ohne Nitro. Das gab es tatsächlich nicht im V-Teil nicht. Bis man da mal seine Höchstgeschwindigkeit erreicht hat, kam direkt die nächste Kurve. Also man hat seine Höchstgeschwindigkeit vielleicht mal kurz geschnitten und dann 2 Sekunden später war es schon wieder vorbei. Okay, 20.000 dafür ist fast ein bisschen wenig, aber okay.
Naja, aber ich würde mal sagen, in der nächsten Folge stellen wir uns Rose Largo oder Lago oder wie die immer heißt, oder Lego? Lego? Nee, Largo heißt sie, glaube ich. Falls euch die Folge hier gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Need for Speed Undercover. Bis dahin, Servus!